Lieber Gerald, die heutige Frage an dich lautet: Wenn Angst Seele ist, was macht dann Liebe? Ich habe lange Zeit geglaubt, dass die Angst überwindbar ist durch Vertrauen. Und deshalb habe ich dann auch gemerkt, dass es nur eine einzige Form gibt, in der Menschen einander wirklich vertrauen. Und für diese eine Form, in der Menschen einander so begegnen, dass sie sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig das Gefühl vermitteln, dass sie aufs Engste verbunden sind und jeder dem anderen versucht zu helfen, dass der in seine eigene Kraft kommt. Das nennt man Liebe. Und das ist sozusagen die höchste und umfassendste Form von Vertrauen, die es bei Menschen gibt. Und deshalb ist das eigentliche Gegenmittel gegen die Angst, ist die Liebe. Okay, was macht dann Liebe? Weil Angst isst Seele auf. Was macht denn die Liebe mit der Seele? Die Liebe stärkt die Seele so, dass sie sich nicht mehr auffressen lässt. Das Gegenmittel. Du agierst sozusagen nicht mehr als Bedürftiger, der von der Angst überfallen wird, sondern du reagierst als eine gestandene Persönlichkeit mit vielen Erfahrungen und mit sehr viel Hintergrund und einer festen Überzeugung, dass du in dieser Welt und in dieser Beziehung zu anderen Menschen gehalten bist, wenn das eine liebevolle Beziehung ist, dass du dann nicht mehr in der Angst agierst und dich auch nicht mehr von der Angst gefangen lässt, sondern dich freust, wenn etwas passiert, was dir eigentlich Angst machen würde und wo du dann sagen kannst, danke, liebe Angst, dass du gekommen bist und mich darauf hinweist, dass ich hier schon wieder mich verirrt habe, aber ich habe das jetzt so frühzeitig gemerkt und jetzt mache ich das anders und lerne aus deiner Botschaft, nämlich dass ich mich sehr leicht verirre, aber dass ich auch den Weg jederzeit wieder zurückfinden kann. Sehr schön. Vielen Dank.